Liebe Genossinnen des Eifelkreises, liebe Einwohner von Bitburg-Brünn, mein Name ist Steffen Geier und ich möchte euer Bundestagskandidat 2017 werden. Ich bin 37 Jahre alt, wohne eigentlich in Berlin, aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal die Region, aus der ich herkomme. Denn aufgewachsen und geprägt wurde ich im Thüringer Wald, also eine Ecke Deutschlands, die eurer Heimat gar nicht so unähnlich ist. Ich glaube, ich wäre ein guter Kandidat für den Bundestag, denn ich habe schon viel politische Erfahrung. Ich habe 15 Jahre harte Legalisierungsarbeit gemacht, ich habe Demonstrationen organisiert, Buch geschrieben, Presseerklärungen gemacht, ganz, ganz viele Sachen, die im Wahlkampf jetzt nützlich werden. Ich bin außerdem jemand, der relativ feste Überzeugungen hat und in der Lage ist, sie zu vertreten. Ich stehe für eine soziale Gesellschaft, für einen solidarischen Ausgleich zwischen denen, die viel haben und denen, die wenig haben. Und ich stehe dafür, dass wir die Demokratie in unserem Lande verteidigen und ausbauen. Ich möchte euch in Berlin vertreten, aber dafür müsst ihr mir die Möglichkeit geben, euch erstmal kennenzulernen. Deshalb bitte ladet mich ein, lernen wir uns kennen, kriegen wir raus, ob ich der richtige Bundestagskandidat für euch bin. Ich verspreche euch, ich werde hart arbeiten, ich werde euch vertreten und das kann ich vielleicht besser als manch anderer Kandidat, denn ich habe noch keine Vorurteile, ich habe noch keine fertige Meinung über den Eifelkreis. Ich kann der Kandidat sein, dem ihr eure Probleme tatsächlich ans Herz legt. Ich habe nicht Teil an dem Lokalkolorit und an die Gemeinde, kann die Gemeinde nicht leiden. Mir ist es relativ Wurst, welche Sportplätze von welchem Bauunternehmer gebaut werden oder wer das historische Vorrecht darauf hat, Gemeindeaufträge zu kriegen. Ich möchte, dass alle Menschen in Bitburg-Brünn sich in ihrem Bundestagskandidaten wiederfinden. Natürlich bin ich nicht uns unproblematisch. Ihr seht schon, ich habe lange rote Haare und das wird sicherlich dazu führen, dass der eine oder andere erstmal ein bisschen unwillig ist, mich genauer wahrzunehmen. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn sich die Leute mit mir beschäftigen, dann werden sie feststellen, dass ich zwar nicht von hier bin, aber trotzdem im Geiste einer von ihnen. Deshalb bitte ladet mich ein, gebt mir die Möglichkeit, mich vor Ort im Eifelkreis zu präsentieren. Dann kriegt ihr bestimmt auch mit, dass ich der richtige Bundestagskandidat für die Sozialdemokratische Partei Deutschland im Eifelkreis Bitburg-Brünn wäre. Bis bald!